dann habe ich halt das. Das macht aber umso mehr Spaß, wenn du deinen eigenen Kern hast. Oh, Jungs, das wird so ein Spaß. Ja, total. Was war eigentlich nochmal die Fähigkeit von dem? Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist schon aber schlecht. TruePix, du musst mir jetzt nicht das Spiel erklären. Ich spiele einfach so drauf los. Trotzdem danke dir. Gib dir gerade, oder warte mal. Alex, gibst du gerade Rohstoffe aus und so weiter? Nö. Warte mal, geht jetzt was bei dir weg? Nö. Okay, dann hat wirklich jeder sein eigenes gerade. Nice. Also jeder hat seine eigenen Rohstoffe, ihr müsst halt drauf. Weil irgendwer baut hier bei mir irgendwelche Sachen sind. Bei dir? Ja. Oder bin ich, warte mal. Ach, okay, ich bin doof. Okay. Danke wieder. Alles gut. Wer baut immer der Base? Was soll ich sagen? Ey, wer ist hier? Der hier die welche? Wieso ist denn jetzt unten Eisen? Ja, ach, weil ich Eisen ausgewählt habe, scheiße. Gut, das geht trotzdem. Warum ist denn mein Rechtsklick denn nicht an? Doch nichts, oder? Wir gucken. Ja, okay. Ich hab das mit dem Raum noch nicht so raus, ey. Das ist so ein bisschen. So. Oh. Ah, okay. Nee. Ich will das andere. Warum geht das nicht? Ach, wenn mir was fehlt. Ja, okay. Es geht los. Ja, bei euch vielleicht, bei mir noch lange nicht. Bei mir auch nicht. Nein, ich sag ja nur, es geht los. Also, das heißt ja. Es geht los. Ich hab ja gerade zwei ich schieß schon auf stehen, euch. Sagte, es geht los. Ich bin komplett überfordert, Alter. Aber Alex, wir zocken ja zusammen, das wird gut, das wird super. Oh, ich hab gehört, du machst alles, ich guck zu. Nein, es ist ganz einfach auch erklärt, ich würde dir nur empfehlen, warte mal, könnte ich bei dir eingreifen, ich frage noch? Nee, nein, das ist wirklich nicht mein Traum. Okay, krass. Ich hab nämlich die ganze Zeit versucht, bei dir zu bauen. Ah, okay. Nee, okay, man sieht, dass Johannes rechts unten ist. Der Bunker da unten. Ach du Scheiße, aber das ist ja ein mega Ding, was da runterhängt. Ich sag ja, ich bin vor euch keine Gefahr, ey. Ja, pfff. Was denn hier immer? Was? Es tut mir leid. Ich kann mich aber dadurch auch selbst abballern. Das kann wirklich ganz schnell in die Hose gehen. Weil wenn ich mich aus vermessen habe, dann baller ich mich nachher selber ab. Das weiß ich jetzt schon. Stimmt, die ist im Weg. Es geht ja nicht. Verdammt. Nee, okay, warte mal. Die kommt weg. Oh, was brauche ich denn da? Egal. So, dann tun wir das aber nochmal umbearbeiten. Da hab ich Bock drauf. Das soll ja keine Zeit. Hat er Bock drauf, sagt er. Ich hab das irgendwie auch mit diesen Holzbalken noch nicht so ganz verstanden, ey. Irgendwie, das ist so ein bisschen. Also, die ersten Holzbalken sind die, wo du nicht durchschießen kannst, okay, aber auch nichts drin platzieren kannst. Die zweiten sind durchsichtig, da kann durchgeschossen werden. Nee, ist aber dann zum Beispiel für Nichtsehen wichtig. Das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte das anders, aber ich hab rausgefunden, wie das funktioniert. Okay. Ich sollte aufpassen, jetzt klappt das Ding gleich nach vorne. Oh ja, perfekt. In Schräglage. Steht auch dabei.
man braucht Gebäude, bevor man die Flak bauen kann. Ja, guck mal. Irgendwas hat geschossen. Ich hab mal einen Probeschuss gemacht. Okay. Stimmt, die muss ich platzieren, dass es Sinn macht. Sag mal, schießt die automatisch oder was? Warum macht die das denn jetzt? Wie meinst du das? Nee, automatisch tut's nur schießen, wenn du im Menü bist, also in dem Sichtpegel bist und dann wieder auf Linksklick drückst, aber vorher sollte das eigentlich nicht automatisch losgehen. Ja, du hast einen guten Holzschredder genommen, das war schlau. Du hast mir gerade die komplette Energie genommen. Gerne. Bitte. Aber irgendwie habe ich auch die Maschine gerade abgebaut. Naja, hast du eine Maschine abgebaut? Ja, keine Ahnung, Rechtsklick und vernichtet wahrscheinlich. Vespo! Sorry. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Das glaube ich sogar. Sag mal, was meldet der sich denn da oben? Wer das genauso sieht. Oh. Naja. War ein guter Versuch, würde ich sagen. Wenn man sich mit der Höhe vertan hat, um da was zu platzieren, kann man die Höhe noch ändern, ohne dass der Turm zusammenbricht? Du kannst Rechtsklick drücken und die einzelnen Balken mit dem Mülleimer entfernen, aber die werden... Das sollte ich nicht machen, wenn rundherum rot ist, ne? Dann ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zusammenbricht, wenn es gerade die stabile ist. Oder gerade das ist, was noch stabil ist. Und wenn du zum Beispiel kleinere Vierecke machst, zum Beispiel, kannst du auch auf jedem Brett einzeln dann platzieren. Ja. Heißt, umso breiter, umso weniger kannst du platzieren. Das ist wohl heftigere Waffen, ne? Naja, wenn du das Upgrade-Tool hast, kannst du die Sachen upgraden, da hast du kein Problem mit. Aber erstmal das Wichtige, ich muss das erst abnehmen. Was brauche ich dafür, wie viel? 2,5, weil das ist gerade ein bisschen mau bei mir. Aber. Nicht wundern da oben, ich baue ein bisschen ab. Bei mir oder was? Nein, bei mir. Ach so. Bei mir knarzt es hier so ein bisschen. Ist das schlimm? Espo, ich hab dich auch ganz so lieb, gell? Affe. Brauche ich nicht. Lass mich gleich mal die anzugraden. Und noch fertig da. Hey! Jawoll! Ja. Ich halt hier mal. Vespo, das Spiel können wir gerne öfter spielen. Ja, komm. Weil du das kannst. Nein, es macht aber Spaß auch, ehrlich. Man guckt, wenn man sich da reinfuchst, ich meine, es geht ganz schnell. Hab ich das schon? Ja, hab ich schon. Gut. Wie weit muss ich denn da rausbauen? Mein Gott, ey, die Steuerung mit dem... Kann ich jetzt mal angewöhnen. Ist die Decke zu knapp? Boah. Wow. Mach die Tür zu! Es zieht! Aua! Hä? Was? Hä? Werden wir jetzt gerade was?
einfaches Spiel. Warum ist da so ein blödes Loch bei mir? Das nervt. Okay, das war dumm. Was hast du gemacht? Ich hab mich selber gekillt. Oh. Oh. Jawohl. Wow. Hast du dich selber abgeschossen oder hast du gemacht? Nee, ich hab unten was weggenommen gehabt. Das war ein Fehler. Nein, jetzt hab ich mich verbaut. Juna, einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Also, den Tipp gebe ich euch. Ihr solltet unten eure Stütze nicht rausnehmen. Ja, ja. Dachte ich mir, als Johannes sagte, wenn das rot leuchtet, das besser nicht abbauen. What? Was hast du denn hier gemacht? Du Affe. Da hat er die Schrotze rausgeholt. Schön. Ja, keine Ahnung, ich hab's abgegradet, aber irgendwie war es ein Fehler, weil es war vorher ein Flak. Ja. Ja, ich brenne, ich weiß. Weißt du, du musst da was löschen mit R. Ich weiß. Was ein Affe, ne? Also Johannes spielt nicht mehr mit. Gut. Druck nicht so hoch. Ja, das Problem ist, mit meiner tollen Waffe kann ich gar nicht auf Johannes schießen. Mit der Schrotze meinst du? Mit dem anderen Ding. Mit dem ich gerade versucht habe zu schießen, aber da passt der Winkel einfach null. Der gelbe Strahl, den du gerade gemeint hast, ist ein ganz tolles Teil. Es ist ein Magnet. Da, wo das Ding einschlägt und während der Kollege vielleicht eine Rakete schießt, werden alle Dinge oder alle Objekte da hingezogen. So als Tipp. Ja, das ist aber schön, weil Alex ist nicht mehr da. Na gut, wenn ich es jetzt hochschaffen würde zum Alex. Herzlich willkommen, Entschuldigung, wenn ich reagiert habe, ich bin gerade voll drin hier. Wie geht's dir, Axel? Wie geht's dir, Juna? Aber vollgefressen auf jeden Fall ist gut. Warte, ich glaube, Cheeseburger-Kuchen. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Okay, also, so kann ich schießen, aber das hat keinen Sinn, richtig. Genau, das meine ich. Nein! Warum kauft ihr mir das hier? Das ist ja mal. Ja, weil du gesagt hast, wir sollen das machen. Ja, ich leg dann mal die Füße hoch, ne? Sehr schön. Willkommen, Juna. Danke für den Lurk, ne? Kann ich leider nicht wieder ins Leben wieder zurück. Ja, ist gut. Hast du ihn kaputt geschossen? Ja, das Ding, was du hast, ist bezüglich komplett für Holz. Wenn du damit Holz triffst, es ist geschreddert. Deswegen heißt das Ding ja Schredderer. Nein, ob du meine Kanone gerade geschrottet hast, das meinte ich damit. Das weiß ich nicht. Irgendwie ist es so ein Nachteil, wenn du, glaube ich, keine Gegner triffst, sondern schrottet die sich nach einer Zeit. Ja, genau, die geht nach ein paar Mal schießen kaputt. So. Ach war's, so, okay. Die zerstört sich nach einer Zeit selber. Jupex, dankeschön. Aber wie gesagt, ich spiele das zum ersten Mal. Mal Hallo sagen. Wer auch immer von euch beiden oben ist, ne? Ich nehme dich wieder mit, ich bin raus. Also, ne? Ich bin gerade erstmal einzuschießen mit dem Mörder. Ich bin raus. Ja, ich wollte es dir nur gesagt. Nee, alles gut, ich weiß nicht, wie man mit dem Winkel da trifft auf die Distanz. Ja, sag mal. Ja, Mörder, ich sag mal so, Mörser bei unten geht halt beschädigt. Nicht von Mülltonnen. Oh!
finde, wir haben gut gespielt. Also.